Derby-Alarm in Hamburg. Am Freitagabend treffen die Frauenteams vom FC St. Pauli und Hamburger SV in der zweiten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Gespielt wird im Millerntor-Stadion mit einem Zuschauerrekord. Zwei Niederlagen und ein Sieg in der Liga. Dazu der Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Magdeburger FFC. So lautet die Bilanz der Pauli-Frauen. Nun steht das Zweitrundenspiel bevor und dies ausgerechnet gegen den Stadtrivalen. Im Pokal haben wir diese Saison auf jeden Fall ein paar bessere Spiele gemacht als jetzt unser Ligastart. Der ist ein bisschen verpennt, also von daher kann es eigentlich nur besser werden. Und wir haben uns natürlich auch auf den HSV vorbereitet. Wir kennen sie ja noch aus der letzten Saison aus der Liga, sind ja dann nicht ganz unwissend ins Spiel gestartet. Und von daher denke ich schon, dass wir das, was wir machen konnten, auch vorbereitet haben. Die Hamburgerinnen sind hingegen mit jeweils einem Sieg, Unentschieden und einer Niederlage als Aufsteiger in die zweite Frauenbundesliga gestartet. Die Favoritenrolle ist daher klar verteilt. Also ich sag mal so, als Favorit gehen wir nicht in das Spiel. Also die Rolle vom Underdog, die sehen wir schon ganz klar bei uns. Und damit liegt aber auch, glaube ich, der Druck ein bisschen höher auf den HSV. Es gab knappe Spiele seinerzeit in der Regionalliga. Es gab aber auch deutliche Spiele. So, und der HSV macht momentan seine Hausaufgaben, wie eher so ein bisschen sporadischer. Zeugnisse gibt es halt aber am Ende. Und Pokal schreibt seine eigenen Regeln. Wir werden auf jeden Fall alles dafür tun, die vor eine Herausforderung zu stellen. Finden die Spiele der Kiezkickerinnen normalerweise in ihrer Feldarena statt, ziehen die Spielerinnen für das Topspiel ins Millerntor-Stadion. Eine Umstellung für die Mannschaft. Der Platz ist definitiv größer als bei uns an der Feldarena. Es ist Rasen, es ist kein Kunstrasen. Wir haben noch nie auf dem Platz trainiert oder gespielt, HSV aber auch nicht. Von daher geht ein kleines Pluspunkt eher zum HSV, was das Thema Rasen angeht. Aber du, am Ende ist das egal und ein Tor mehr muss geschossen werden. Eine Spielerin, die bei Jan-Philipp Kallas Abschiedsspiel schon mal Stadionluft schnuppern durfte, ist Annie Kingman. Sie wird ihre Mannschaft am Freitag als Kapitänin anführen. Bei mir ist die Vorfreude so groß wie noch nie für ein Fußballspiel. Es ist vielleicht die aufregendste Tage meines Lebens. Also wirklich für alle von uns ist es ein riesiges Erlebnis. Ja, auf jeden Fall ist das aufregend, wenn man im Spielertunnel steht. Das ist ein ganz neues Erlebnis, die ganze Fans zu hören. Was ich sagen kann, ist einfach so, muss so sein wie alle anderen Spieler. Wir stehen da zusammen auf dem Platz. Wir sind eine Familie hier bei St. Pauli. Unterstützt wird die Mannschaft auch von ihren Fans. 16.000 Tickets sind Stand jetzt verkauft. Der Gästebereich ist ausverkauft. Somit wird es das größte Frauenfußballspiel, welches es jemals in Hamburg gab. Denn die aktuelle Bestmarke liegt mit 12.183 Besuchern bei einem Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft 2011, ebenfalls im Millerntor-Stadion. Wahnsinn. Es ist vor allen Dingen, es ist eine Riesenchance. Es ist eine Bühne, die genutzt wird. Das ist halt ganz wichtig. Wir wussten auch zu Beginn nicht, als das losgefallen ist, oh, schaffen wir das? Kriegen wir das voll? Ist das Interesse überhaupt da? Sicherlich mit dem HSV einen Gegner gezogen, wo grundsätzlich schon mal ein Interesse da ist, weil das ist ein Derby. Und von da ist das einfach auch eine Chance und eine Riesenbühne für den Frauenfußball in Hamburg und im gesamten Norden. Anpfiff für das Rekordspiel ist Freitagabend um 18.30 Uhr. Und sollte es tatsächlich ins Elfmeterschießen gehen, wurde dieses schon fleißig geübt, um eine mögliche Überraschung gegen den HSV zu schaffen. Denn wie heißt es doch schließlich, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze.